bin sicher, der kommt bald wieder angekrochen. War ja klar. Ich muss mich verstecken. Das ist es. Verzeihung, aber wir waren zuerst hier. Die Käferbrüder? Oh Mann, oh, das darf doch nicht wahr sein. Oh, und ob das wahr ist? Moment mal, wie meinst du das? Mir reicht schon, dass Kevin hier ist. Wieso müsst ihr ausgerechnet heute bei meinem Familienpicknick auftauchen? Wir wollen meine neueste Erfindung ausprobieren. Los, mach schon! Los, schneller! Ich präsentiere dir höchstpersönlich den Partikeldezimator. Sieht für mich aus wie ein Häubchen. Ein Häubchen? Frechheit! Das, mein schwächlicher Freund, ist ein Schrumpfstrahler! Damit werde ich die nationale Wirtschaftslage destabilisieren, die Regierung untergraben, die Gesellschaftsordnung stören und Chaos auf der ganzen Welt anrichten. Die Menschheit wird sich vor mir verneigen. Und dann muss ich mich nie wieder für Kaffee anstellen. Du sollst mich doch nicht unterbrechen, wenn ich... Nicht so voreilig, Tennyson! Oh nein! Was ist das? Das ist nicht der Schrumpfstrahler! Sydney, schnapp dir den Helm! Was ist so? Ausgezeichnet reagiert, Sid! Hey, Fratze! Was ist mit deinem Gesicht passiert? Lass den Helm fallen! Was für ein Helm? Sieht aus wie ein Häubchen. Das ist ein Kranialversetzer. Ein Kopftauscher und den hätte ich sehr gern wieder zurück. Wer bist du? Und wozu brauchst du einen Kopftauscher? Ich bin Maurice. Und dieser Helm ist eines meiner frühesten Experimente. Ich wollte eigentlich meine neueste Kreation enthüllen, aber Sid hat leider das falsche Gerät herausgekramt. Wer ist Sid? Hey, sein Kopf ist auf meinem Körper. Kevin? Die brauchen endlich eine Abreihe. Oh ja, da war ja was. Wir haben dich umzingelt. Lass den Helm fallen. Echt, Leute? Wollt ihr das wirklich? Jetzt! Bring mir sofort meinen Helm zurück! Gwen, schnapp dir den Helm!